Einen wunderschönen guten Morgen allen Medienvertreterinnen und Medienvertretern. Ich begrüße Sie zu der heutigen Pressekonferenz der Südtiroler Freiheit in diesem Jahr der Freiheit. Heute geht es um das Selbstbestimmungsreferendum. Es geht um den Countdown. Nur noch 60 Tage bis zum Start des Selbstbestimmungsreferendums. Es geht auch um Informationen zu der Fragestellung im Selbstbestimmungsreferendum sowie auch um die technischen Details und um die Abstimmungsmöglichkeiten. Die erste wird ab dem 1. September erfolgen und das ist eine Online-Abstimmung. Als zweites wird ein Brief versandt. Es gibt eine Briefwahl. Wir werden an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger Südtirols einen Brief verschicken. In diesem Brief wird ein PIN-Code und ein DAN-Code enthalten sein und nur mit diesen zwei Codes kann abgestimmt werden. Man kann entweder den Brief zurückschicken oder mit diesen zwei Codes ein SMS schicken. Die traditionelle Wahl, wo auch internationale Vertreter anwesend sein werden, wo wir Informationen weitergeben werden, wo Referate gehalten werden, wo die Leute dann hingehen können und wieder abstimmen. Diese Möglichkeiten wollen wir den Bürgern geben, um alle wirklich zu erreichen. Ja, wir haben als Termin für diese heutige Pressekonferenz nicht umsonst den 4. Juli ausgesucht. Der 4. Juli ist ja in Amerika traditionell der Unabhängigkeitstag. Welches Datum wäre also passender als unseren Countdown sozusagen für den Start in die Freiheit an diesem 4. Juli hier in Südtirol zu starten? Und wir sehen ja auch bestärkt durch die Meinungsumfrage, die diese Woche von der Arbeitsgruppe für Selbstbestimmung veröffentlicht wurde, dass das Thema Selbstbestimmung nicht nur der Bevölkerung sehr wichtig ist, sondern dass bereits heute, rein ins Blaue gefragt, eine Mehrheit der Bevölkerung für eine Zukunft Südtirols ohne Italien wäre. Die konkrete Fragestellung für diese Abstimmung lautet: Vorausgeschickt, gemäß Artikel 1 der UN-Menschenrechtspakte haben alle Völker das Recht auf Selbstbestimmung. Dank dieses Rechtes haben die Südtiroler die Möglichkeit, in einer freien und demokratischen Wahl darüber abzustimmen, ob Südtirol bei Italien verbleiben, sich mit Nord- und Osttirol wiedervereinen oder ein eigener Staat werden soll. Und die Fragestellung lautet dann: Bist du dafür, dass die Südtiroler ihr Recht auf Selbstbestimmung ausüben, um frei über die Zukunft des Landes zu entscheiden? Mit der Antwortmöglichkeit ja oder nein. Der Stimmzettel wird in deutscher, ladinischer und italienischer Sprache gehalten. Also jeder kann in seiner Muttersprache natürlich ganz genau die Fragestellung verstehen und kann dann abstimmen. Und wir sind der Überzeugung, dass diese Abstimmung ein entscheidender Schritt in Richtung Zukunft sein wird. Denn wie gesagt, es ist eines, wenn Parteien und Politiker über die Zukunft reden. Es ist etwas anderes, wenn die Menschen über die Zukunft reden. Und wie gesagt, mit dieser Stimme, mit diesem Wahlzettel hat jeder die Möglichkeit, von Anfang September bis Ende November seine Stimme abzugeben. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt den Startschuss setzen für unseren Countdown. 60 Tage noch bis zum Selbstbestimmungsreferendum. Wir haben hier diesen symbolischen Startknopf vorbereitet und mit diesem Startknopf starten wir jetzt sozusagen unseren Countdown. Der wird auch auf unserer Homepage sichtlich sein. Also wir zählen jetzt die Tage bis zum Aufbruch in die Freiheit. Die Menschen sollen sehen, mit jedem Tag werden wir uns dafür einsetzen, dass wir diesem Ziel einen Schritt näher kommen. Und wir werden jetzt sozusagen symbolisch diesen Start in die Freiheit wagen.